Sehr geehrte Teilnehmer des heutigen Webinars, wir begrüßen Sie ganz herzlich. Wir wollen das Webinar pünktlich starten und beginnen daher jetzt. Ich hoffe, Sie können uns gut hören und hatten keine Probleme bei der Einwahl. Wenn dies der Fall ist, können Sie uns ja auch kurz das anzeigen, wenn Sie bei Ihrem Namen müsste eine Sprechblase mit einem Haken sein. Da kann man solche Emoticons angeben, worüber Sie uns Feedback geben können. Wenn Sie da ein Smiley machen, wissen wir, bei Ihnen allen klappt das Webinar. Vielen Dank. Ich sehe Smileys. Also dann nochmal hallo und herzlich willkommen, liebe Teilnehmer. Wir freuen uns sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben an dem heutigen Webinar mit dem Thema Horizon 2020. Normung in der europäischen Forschungsförderung teilzunehmen. Es ist ein Webinar einer ganzen Reihe. Wir hatten bereits am Freitag ein Webinar und heute Morgen zu verschiedenen Themen. Auch morgen werden noch Webinare folgen. Dazu finden Sie weitere Informationen auf der DKE Homepage. Im heutigen Seminar wird es, wie gesagt, um das Thema Horizon 2020 gehen. Dabei erhalten Sie einen grundlegenden Einblick in den Aufbau des Förderprogramms und dessen Verbindung zu Normung. Es sind exemplarische Ausschreibungen gezeigt, wie Forschungsskizzen grundsätzlich aufgebaut sind und wie die Normungsaktivitäten in den Forschungsvorhaben verankert werden können. Das Webinar ist etwa 20 Minuten geplant. Die Präsentation besteht aus 16 Folien. Ich möchte für dieses Seminar unseren heutigen Referenten und Experten in der DKE für das Thema begrüßen, Herrn Dr. Paul Wacke. Er ist seit 2013 in der DKE und Projektmanager, kümmert sich im Bereich der Standardisierung um das Innovationsmanagement, ist auch noch Referent eines Komitees, das K352. Er ist Diplom-Wirtschaftsingenieur, hat danach beim DIN bereits als Projektmanager gearbeitet und im Jahre 2010 noch eine Professur angeschlossen, bevor er dann zur DKE gekommen ist. Auch ich möchte ein paar Worte zu meiner Rolle und zu mir sagen. Ich werde heute Ihre Moderatorin sein für dieses Webinar. Ich bin selbst Mitarbeiterin in der DKE im Bereich der Standardisierung und bin dort Projektmanagerin für ein Projekt, was sich mit Use Cases für E-Mobility beschäftigt und habe auch Normungsgremien in den Bereichen Batterien und Umweltaspekten. In meiner Funktion als Moderatorin werde ich Sie heute durch diese Veranstaltung führen. Bevor es mit dem Vortrag losgeht, habe ich noch ein paar organisatorische Hinweise. Sie sind während unseres Webinars stummgeschaltet. Das hat den Grund, dass Störgeräusche vermieden werden sollen. Sie können natürlich trotzdem mit uns kommunizieren. Das sollen Sie auch. Wir würden uns sogar sehr freuen, wenn Sie aktiv an dem Webinar teilnehmen und Fragen stellen. Und dazu nutzen Sie bitte die Fragen- und Antwortfunktion. Hier können Sie Ihre Fragen direkt an uns richten und wir werden uns dann entweder unmittelbar, wenn Sie diese Frage stellen, oder gegebenenfalls am Ende um die Frage kümmern. Ich werde das intuitiv entscheiden, ob ich die Frage direkt an Herrn Wacke weitergebe oder Sie zunächst auf das Ende vertröste. In jedem Fall werden wir versuchen, Ihre Fragen heute alle zu beantworten. Im Anschluss an das Seminar, an das Webinar, möchten wir gerne wissen, wie es Ihnen gefallen hat. Dazu wird automatisch in Ihrem Browserfenster, wenn Sie die Anwendung schließen, eine kleine Zufriedenheitsumfrage geöffnet, an der wir Sie herzlich bitten, teilzunehmen. Denn wir möchten auch in Zukunft Mehrwerte bieten und sind daher sehr an Ihrer Meinung interessiert. Der letzte organisatorische Punkt ist, dass wir im Anschluss an das Webinar Ihnen eine Aufzeichnung zur Verfügung stellen werden. Das heißt, sollten Sie nicht alle Folien direkt auf den ersten Blick erfassen können, können Sie das hinterher alles nochmal einsehen.
Bevor ich jetzt an unseren Experten Herrn Wacke übergebe, möchte ich noch etwas über Sie, über die Teilnehmer erfahren, damit wir wissen, mit wem wir es heute zu tun haben. Dazu nutze ich gleich die Umfragefunktion, die ich öffnen werde, die dann etwa eine Minute geöffnet ist, und wir bitten Sie, diese Frage zu beantworten. Da geht es um die Frage, haben Sie bereits Erfahrungen in der europäischen Forschungsförderung FP7 oder Horizon 2020? Ich öffne jetzt die Umfrage und würde mich freuen, wenn Sie dort diese beantworten. Und dann geht es auch gleich, sobald die Umfrage beendet ist, in etwa einer Minute weiter. Wir haben noch nicht alle Teilnehmer und 15 Sekunden haben wir noch. Die würde ich auch gerne noch warten, dass die zwei Teilnehmer auch noch die Möglichkeit haben. Möglicherweise sind wir zwei das aber selber. Okay, also die Umfrage hat ergeben, dass zwei Teilnehmer des Webinars bereits Erfahrung haben mit der europäischen Forschungsförderung und vier der Teilnehmer noch keine Erfahrung haben. Das heißt, für Sie werden das heute hoffentlich sehr viele interessante und neue Informationen sein. Vielen Dank, dass Sie an der Umfrage teilgenommen haben. Ich habe damit zunächst alles gesagt und übergebe damit an unseren Experten für Horizon 2020, Herrn Paul Wacke. Ich freue mich auf einen spannenden Vortrag. So, ja, dann auch von meiner Seite ein herzliches Willkommen an die Teilnehmer dieses Webinars und vielen Dank zunächst an Kerstin Jan für die einleitende Mutter und die Moderationsübernahme heute. Und ja, nochmals herzlich willkommen zu diesem Webinar mit dem Thema Horizon 2020, Normung in der europäischen Forschungsförderung. Wir haben gerade schon gelernt, dass es ja in dem Teilnehmerkreis doch einige Leute gibt, die noch keine Projekterfahrung gesammelt haben. Deswegen will ich dieses Rahmenprogramm erstmal grundsätzlich vorstellen im ersten Teil meiner Präsentation, dann auf die Verbindung zur Normung eingehen und schließlich noch kurz Ihnen darstellen, welche Dienstleistungen, welche Services wir Ihnen als DKI anbieten können im Rahmen von Horizon 2020. Doch zunächst zur Fragestellung, was ist Horizon 2020? Zunächst jedoch vielleicht auch kurz Begrifflichkeit an sich. Im Deutschen heißt es offiziell Horizont 2020. Ich werde jetzt trotzdem im Laufe dieser Präsentation Horizon 2020 benutzen. Horizon 2020, und das ist genau dasselbe. Ja, was ist Horizon 2020? Ist das neue Rahmenprogramm für Forschung und Innovation der Europäischen Kommission. So erstmal die allgemeine Definition. Also eine steuerlich finanzierte direkte Förderung von Forschung und Innovation auf europaweiter Ebene. Und wenn Sie hier sehen, dass es sich um das neue Rahmenprogramm handelt, dann heißt das, dass es auch schon ältere Rahmenprogramme gibt. Ich habe Ihnen hier mal alle bisherigen Rahmenprogramme aufgezeigt. Insgesamt gibt es 7, angefangen vor 31 Jahren, 1984. Mit einer relativ überschaubaren Summe auf europäischer Ebene von 3,3 Milliarden über 3 Jahre. Sie sehen, mit der Zeit hat sich das Ganze zu einem recht gewaltigen Förderprogramm entwickelt. Wir sind mittlerweile im sogenannten 8. Forschungsrahmenprogramm bei jetzt etwa 80 Milliarden Euro angelangt, wenn man den Inflationszuwachs mit reinrechnet bis 2020. Und ja, das erstmal zur Einordnung, also eine relativ lange Tradition, 30 Jahre, wo man hier direkt Forschungsförderung betreibt auf europäischer Ebene und wie Sie auch sehen, mit zunehmender Bedeutung.
Zur nächsten Frage vielleicht von Ihrer Seite, warum heißt das Ganze jetzt nicht 8. Forschungsrahmenprogramm, sondern Horizon 2020, sprich warum hat man diese Serie gebrochen? Das liegt ganz einfach daran, dass man jetzt in Horizon 2020, wie Sie auf der nächsten Folie sehen, die jetzt kommt, neben diesem Vorgängerprogramm FP7, also Rahmenprogramm bzw. Framework Program, daher dieses FP7, dass man nicht nur dieses Programm fortgesetzt hat, das reine Forschungsprogramm, sondern auch zwei weitere kleinere Rahmenprogramme, einmal das EID, das Europäische Institut für Innovation und Technologie, ein Zusammenschluss aus Bildung, Forschung und Wirtschaft, um die Innovationslücke zu schließen, und das CIP, das Rahmenprogramm für Innovation und Wettbewerbsfähigkeit, was vor allen Dingen hier für kleine und mittelständische Unternehmen gegründet wurde, um deren Wettbewerbsfähigkeit auf internationaler Ebene zu stärken. So viel zum Hintergrund, was ist Horizon 2020 im ganz Allgemeinen. Zu den Zielen, ich habe es gerade schon erwähnt, zunächst ganz allgemein die Förderung der Wettbewerbsfähigkeit Europas im globalen Kontext. Wir haben im internationalen Vergleich sicherlich an einer oder anderen Stelle beispielsweise Nachteile bei den Lohnkosten, und daher ist es doch zielführend, hier beispielsweise über innovative Technologien oder innovative Produkte diesen Rückstand wieder aufzuholen. Und das versucht man mit diesem Förderprogramm. Des Weiteren gilt es auch, die Strategie Europa 2020 als übergeordnete Strategie hier umzusetzen mithilfe dieses Horizon 2020 Programms, also ein intelligentes, nachhaltiges und integratives Wachstum zu schaffen. Des Weiteren auch die Wissenschaft und Technologie in Europa zu stärken, die hier maßgeblich als Fördernehmer natürlich angedacht ist. Die Lücke zwischen Wissenschaft und Markt zu schließen, auch darum geht es. Hier beispielsweise auch über das Instrument der Normung, auf das ich dann später noch eingehen werde im Detail. Und schlussendlich war es auch ein Ziel, im Vergleich zu den bisherigen Rahmenprogrammen, die doch mittlerweile ein relativ starres und umfangreiches Regelwerk mit sich bringen, die administrativen Hürden ein wenig zu senken, sprich Fristen ein bisschen zu verkürzen. Zuletzt war es beispielsweise so, dass es länger als ein halbes Jahr gedauert hat, bis man Feedback bekommen hat hinsichtlich der Evaluierung einer Forschungsskizze. Das soll jetzt wieder reduziert werden. Ich sehe gerade, wir haben eine Frage, und ich gebe mal kurz an die Moderatorin, Kerstin Lann. Genau, ich selber würde gerne eine Frage stellen. Und zwar, gibt es denn Erfahrungen, wenn man ein solches Konsortium zusammenstellt in einem solchen Programm, wie viele Länder, europäische Länder dort mindestens vertreten sein sollen? Denn es ist ja ein europäisches Förderprogramm. Wahrscheinlich ist die Aussage, je mehr, desto besser. Aber gibt es eine Mindestanzahl? Ja, vielen Dank für die Frage. Das gibt es tatsächlich. Also grundsätzlich natürlich der Grundsatz, je mehr, desto besser, je mehr Partner und vor allen Dingen je mehr Länder. Aber im Regelfall, bis auf ein paar Ausnahmen, kann man davon ausgehen, dass es mindestens drei verschiedene Länder sein müssen, aus denen Partner hier beteiligt sind. Also mindestens drei Partner aus drei verschiedenen Ländern, meistens mehr Partner aufgrund des Fördervolumens, aber drei verschiedene Länder ist die Antwort. Okay, dann fahren wir fort. Auf der nächsten Folie will ich Ihnen kurz die Struktur von diesem doch sehr großen Forschungsrahmenprogramm Horizon 2020 kurz vorstellen und Ihnen anhand einer einzelnen Skizze zuletzt dann auch zeigen, wie sich das Ganze hier in den verschiedenen Ebenen darstellt. Zunächst erstmal haben wir in Horizon 2020 auf der ersten Ebene sozusagen drei verschiedene Säulen. Man könnte auch sagen Schwerpunkte. Das sind auch die Schwerpunkte der Strategie Europa 2020. Die erste Säule, Excellent Science, ich habe das hier mit Absicht mal im Englischen belassen auf der Folie, damit Sie sich dann auch auf den englischen Kommissionsseiten diese Begrifflichkeiten wiederfinden. Die erste Säule könnte man übersetzen mit wissenschaftlicher Exzellenz. Hier geht es vor allen Dingen um die Grundlagenforschung, um grundsätzliche Technologien, aber auch um Bildungsinfrastrukturen und Stipendien, also reine Ausbildung und Lehre, die hier gefördert wird. In der zweiten Säule geht es
um die führende Rolle der Industrie. Hier ein bisschen mehr Richtung Markt, aber noch nicht die eigentliche Innovation, sondern die Basistechnologien, die hier vor allen Dingen erforscht werden sollen. Beispielsweise gibt es hier innerhalb dieser Säule die Themen wie ICT, Nanotechnologien, Biotechnologien oder auch Raumfahrt. Die dritte Säule will ich Ihnen im Folgenden ein bisschen näher vorstellen. Societal Challenges genannt, beziehungsweise auch gesellschaftliche Herausforderungen. Hier sehen Sie die einzelnen Bereiche, die dann doch schon sehr stark sich am Markt orientieren, sehr lösungsorientiert sind. Also beispielsweise Gesundheit, Ernährung, Energie, Transport, Klima, Gesellschaft oder Sicherheit. Die nächste Ebene, Sie sehen, es wird jetzt langsam komplex, kann man mit den Namen Ausschreibungen deklarieren, quasi hier am Beispiel Energie. Da gibt es drei Ausschreibungsblöcke, weil die eigentlichen Ausschreibungen kommen noch. Einmal Energieeffizienz, einmal Low Carbon Energy und einmal die Smart Cities und Communities. Und wenn man jetzt beispielsweise innerhalb der Energieeffizienz, der Energy Efficiency, sich diesen Ausschreibungsblock nochmal im Detail anschaut, findet man dann die einzelnen Aufgabenstellungen, in dem Fall 16 Aufgabenstellungen, auf die man sich jeweils bewerben kann mit seiner Projektskizze und seinem Konsortium unter Beachtung der jeweiligen Deadline, die man grundsätzlich auch an dem Titel erkennt. Sie sehen es hier 2014, 2015. Wenn 2014 und 2015, dann ist das eine Aufgabenstellung, die sich über 2 Jahre erstreckt, also sprich zweimal eine Ausschreibung erfolgt. Okay, so viel zunächst erstmal zur Theorie im Rahmen von Horizon 2020. Wenn Sie jetzt sich entscheiden, an diesem Programm teilzunehmen, dann will ich Ihnen kurz noch aufzeigen, was es da zuerst zu machen gilt. Das wichtigste überhaupt, das wichtigste Werkzeug, webbasierte Werkzeug, ist das sogenannte Participant Portal der Europäischen Kommission. Hier finden Sie zunächst die Informationen über alle Ausschreibungen, also beispielsweise auch die, die ich Ihnen gerade beispielhaft gezeigt habe, in diesem Energieeffizienzblock. Sie können sich als Projektpartner registrieren, haben dann auch die Möglichkeit, eigene Vorschläge zu übermitteln, Anträge einzureichen und auch im späteren Projektverlauf, sofern es zu einer Bewilligung kommt, dann auch hier Abschlussberichte beispielsweise hochzuladen. Über diesen Link, den Sie hier sehen, ist dieses Participant Portal, wie gesagt, zugänglich und das ist der grundlegende Einstieg in dieses ganze Programm. Das zweite wichtige Hilfsmittel, zunächst als Grundlage für Sie, ist das sogenannte Online-Manual für dieses Participant Portal. Hier wird Ihnen Hilfestellung gegeben. Es gibt einen FAQ-Bereich. Es werden auch die einzelnen Templates vorgestellt, die Sie im späteren bei der Übermittlung von Projektskizzen oder Vorschlägen brauchen. Und ja, sehr umfänglich, von daher will ich jetzt nicht weiter darauf eingehen. Hier finden Sie eigentlich von Anfang bis Ende maßgeblich Hilfestellung. Nun zum zweiten Teil der Präsentation. Ich gehe auf die Verbindung zur Normung ein. Vor allem der europäischen Normung, da es sich ja hier auch um ein europäisches Forschungsprojekt handelt. Zunächst in diesem Zusammenhang vielleicht kurz zur Einführung, die Grundidee der europäischen Normung. Sie sehen hier ein Bild, wie es ungefähr den Zustand von vor 30 Jahren beschreibt. Es steht die Überschrift drüber europäischer Binnenmarkt. Damals konnte man vielleicht noch nicht ganz davon sprechen, weil Sie sehen hier, dass in diesem Fall beispielhaft ein deutscher Produzent es doch relativ schwer hat, hier in diese unterschiedlichen europäischen Märkte einzutreten mit seinem Produkt. Es sind kostspielige Änderungen nötig, um hier in diesem beispielhaften Bild durch diese einzelnen Tore zu fahren. Und genau hinter diesen unterschiedlichen Toren stecken die unterschiedlichen, sich teilweise oder größtenteils widersprechenden nationalen Vorschriften, nationalen Normen, die man hier versucht, über die europäische Normung zu minimieren. Und das nächste Bild zeigt ganz anschaulich, was hier in den letzten 30 Jahren passiert ist, seitdem es quasi die europäische Normung im großen Stil gibt.
Noch vor 30 Jahren hatten wir, Sie sehen hier die Zahl, etwa 150.000 nationale Normen, die sich größtenteils widersprachen. Und diese hat man in den letzten 30 Jahren quasi eingedampft und auf Basis der einzelnen Technologien, der einzelnen Industrien hier diese nationalen Normen zusammengeworfen quasi und eine einheitliche europäische Norm für jedes Themenfeld erarbeitet, sodass man hier ja doch eine signifikante Reduzierung des Regelwerks vollzogen hat und damit auch die Handelsbarrieren, um bei dem letzten Bild zu bleiben, hier maßgeblich reduziert hat und den europäischen Binnenmarkt vorangetrieben hat durch die Normung. Ja, nun, was ist die Verbindung zur Forschungsförderung? Auch da geht es ja letztendlich um Innovationen, die es gilt, in den Markt zu integrieren. Und aus diesem Grunde versucht man hier von Anfang an die Normung einzubinden, um genau dieses Problem, was ich gerade bildhaft dargestellt habe, zu vermeiden, dass es dann im späteren Verlauf im Bereich des Marktzugangs zu Kompatibilitätsproblemen kommt. Zur Theorie, wie binde ich also die Normung in solch ein Forschungsprogramm ein oder in die Forschungsförderung ganz allgemein ein, egal ob auf nationaler oder europäischer Ebene? Sie sehen hier zunächst eine Art Lebenszyklus der Forschungsförderung. Oben angefangen bei der Themenidentifizierung, wo der Fördergeber, in unserem Fall die Kommission, sich zunächst fragt, ja, welche Themen soll ich denn überhaupt fördern? Welche Themen sind am sinnvollsten und wie viel Geld fließt vor allen Dingen in welche Themenblöcke? Dann geht es im zweiten Schritt darum, dieses Förderprogramm zu entwerfen. Sie haben ja gerade die Struktur gesehen von Horizon 2020. Das muss alles im Detail ausgearbeitet werden und abgestimmt werden mit den einzelnen Nationen, die da dran teilnehmen. Dann geht es um die eigentliche Projektdurchführung durch das Konsortium, was die Förderung bewilligt bekommen hat. Dann gibt es hoffentlich Forschungsergebnisse, die es zu verwerten gilt. Und schließlich geht es darum, dieses gesamte Programm, in dem Fall Horizon 2020, nach 2020 zu evaluieren und zu schauen, was können wir im nächsten Rahmenprogramm, sprich im 9., dann besser machen oder anders machen. Und wenn man jetzt diesen Lebenszyklus der Forschungsförderung zusammentut mit der Normung und Standardisierung, landet man bei folgendem Bild. Sie sehen also hier, dass die Normung und Standardisierung in jeder Stufe einen Beitrag leisten kann. Bei der Themenidentifizierung kann man die Ist-Analyse durchführen über den aktuellen Stand der Technik, der in den Normen niedergeschrieben ist. Man kann daraufhin beispielsweise Forschungsbedarf auch identifizieren und das Ganze dann in die Förderprogramme integrieren. Man kann Normungsaktivitäten innerhalb der Förderskizzen als Evaluierungskriterium ansehen, sprich Konsortien, die unter anderem als Verwertungsinstrument die Normung mit aufführen in ihren Forschungsskizzen, positiver bewerten als Konsortien, die dies nicht tun. In der Projektdurchführung innerhalb des Konsortiums kann man dann Normungspotenzial feststellen der einzelnen Forschungsergebnisse und Normungsstrategien erarbeiten, um diese Forschungsergebnisse hier auch dann in die Normung einzukippen. Innerhalb der Ergebnisverwertung spielt dann auch wieder die Normung eine maßgebliche Rolle als Transfermittel, um die Ergebnisse der Forschungscommunity zugänglich zu machen und in den Stand der Technik zu integrieren. Ja, und schlussendlich gilt es bei der Evaluierung der Programme auch nochmal zu schauen, eventuell, ja, wie viele Normen sind denn entstanden innerhalb des Rahmenprogramms Horizon 2020 beispielsweise und wie kann man diese Zahl dann vergleichen mit anderen Forschungsprogrammen. Okay, soweit zur Theorie. Jetzt schauen wir uns die Praxis an, zumindest die Praxis des ersten Arbeitspaketes von Horizon 2020. Arbeitspaket bedeutet immer, dass man in zwei Jahresblöcken die einzelnen Ausschreibungen veröffentlicht. Das, was ich Ihnen vorhin gezeigt habe, das war quasi das erste Arbeitspaket 2014 und 2015. Und auch nur diese Ausschreibungen sind zurzeit veröffentlicht. Grundsätzlich kann man erstmal festhalten, dass die Normung und Standardisierung, dass die Bedeutung der Normung und Standardisierung in der Forschungsförderung zunimmt. Wir haben also hier einen Anstieg der Bedeutung im Vergleich zu FP7 gesehen.
Auch auf politischer Ebene wird das Thema Normung immer wichtiger und das bringt sich auch zum Ausdruck, indem beispielsweise die EU-Richtlinie 1025 von 2012 hier direkt die positive Wirkung der europäischen Normung auf die technologische Entwicklung und die Innovation beispielsweise auch zum Ausdruck bringt. Des Weiteren ganz konkret kann man sagen, dass etwa 30% der aktuellen Ausschreibungen des ersten Arbeitsprogramms von 2014 und 2015, was ich gerade erwähnt habe, auf Normen und Standards referenzieren in einer oder anderen Art, teilweise auf die Normungsaktivitäten, teilweise auf bestehende Standards oder Normen. Diese Ausschreibungen finden Sie auch unter diesem Link dki.de/horizon2020. wo wir Ihnen diese Ausschreibungen kurz nennen und auch die Deadlines und die jeweiligen Fördervolumina, die dahinter stecken. Und des Weiteren gibt es auch noch eine Vielzahl, zum Teil auch bereits abgeschlossene europäische Projekte aus dem FP7, aufgrund der Tatsache, dass Horizon 2020 gerade erst gestartet ist. Und auf den folgenden Link von CEN-CENLEC, den europäischen Normungsorganisationen, finden Sie hier eine Vielzahl verschiedenster Success Stories der Vergangenheit, wo Normungsorganisationen hier innerhalb dieser europäischen Förderprojekte aktiv mitgearbeitet haben und das Thema Normung vorangetrieben haben. Okay, zum letzten Teil meiner Präsentation. Welche Dienstleistungen, welche Services können wir Ihnen jetzt bieten als DKI? Natürlich zunächst erstmal der Verweis darauf, dass wir nicht ganz unbefleckt sind im Bereich der Forschungsförderung. Wir haben also, wie Sie hier sehen, eine Vielzahl an Projekten schon erfolgreich abgeschlossen und können auf jahrelange Forschungsfördererfahrung zurückblicken, sowohl auf nationaler Ebene als auch auf internationaler Ebene, beispielsweise hier Universal, Bridget oder Finesc, die jeweils auf europäischer Ebene stattfanden. Des Weiteren kommen wir natürlich als Partner können wir als Partner in Betracht gezogen werden innerhalb des Projektes, sowohl auf nationaler als auch auf europäischer Ebene, und bringen hier gerne unsere Projekterfahrung ein, in der Durchführung, aber auch in der Antragstellung. Wir können natürlich auch die Verbindung zur europäischen internationalen Normung herstellen, die wir hier maßgeblich aus der DKI mit gestalten, und schlussendlich können wir auch hier auf einen doch erheblichen Erfahrungsschatz unserer etwa 9000 technischen Experten, die in der DKI aktiv sind, zurückgreifen und das in ihr Förderprogramm oder in ihr Förderprojekt mit einbringen. Ganz konkret bedeutet das, was können wir in ihren Förderprojekten oder in gemeinsamen Förderprojekten bewerkstelligen? Zunächst erstmal ganz trivial Normungsstandardisierungspotenziale ermitteln, im Vorfeld des Projektes, aber auch während des Projektes. Wir erstellen auch gerne zusammen mit Ihnen und Ihren Projektpartnern Normungs- und Standardisierungsstrategien. Des Weiteren gilt es auch festzulegen, inwieweit Normungs- und Standardisierungsaktivitäten in den Projektplan, also in den tatsächlichen Projekt integriert werden. Hier gibt es grundsätzlich drei verschiedene Möglichkeiten. Zum einen ein eigenes Arbeitspaket, was auf die Normung und Standardisierung abzielt. Dann ist es aber auch möglich, die Normung in ein bestehendes Arbeitspaket zu integrieren oder aber auch, dass die Normung und Standardisierung über einen Unterauftrag abzuwickeln. Zur Budgetierung vielleicht auch noch kurz ein paar Wörter. Natürlich gilt es zunächst, die eigenen Ressourcen zu ermitteln. Wenn wir als Projektpartner in das Förderprojekt mit integriert werden sollen. Es geht aber vor allen Dingen in der Normung auch immer wieder festzuhalten, dass die Partner innerhalb des Projektes auch für Normungs- und Standardisierungsaktivitäten hier ausreichend Ressourcen zur Verfügung haben. Denn Normung und Standardisierung ist immer eine gemeinsame Aktivität und Bedarf der aktiven Teilnahme aller Projektpartner bzw. im späteren Verlauf dann auch weiterer technischer Experten. So, das soll es von mir erstmal gewesen sein. Ich danke zunächst für Ihre Teilnahme an diesem Webinar und würde mich freuen, wenn wir jetzt noch die eine oder andere Frage diskutieren können. Ansonsten stehe ich Ihnen unter diesen Kontaktdaten, die Sie hier finden, auch jederzeit
persönlich zur Verfügung, wenn es Fragen gibt hinsichtlich Horizon 2020 oder auch Forschungsförderung allgemein. Ja, vielen Dank. Vielen Dank, Herr Wacke. Ich habe hier noch zunächst mal einen Hinweis. Und zwar gibt es hier noch einen Link, unter dem auch eine Auswahl von EU-Ausschreibungen auf der VDE-Seite unter Verband Politik-Position Brüssel zu finden sind. Dort, wie gesagt, auch eine Auswahl von EU-Ausschreibungen. Und dann haben wir noch eine Frage, und zwar, ob das Programm auf einzelne Länder heruntergebrochen ist oder ob Horizon 2020 direkt bei der Europäischen Kommission verwaltet wird. Ja, also zu letzter Frage kann man ganz klar sagen, das wird zentral in Brüssel geregelt. Es gibt natürlich dort Kreise oder Gremien, die mit nationalen Experten bestückt sind. Aber das Förderprojekt als das Förderprogramm als solches wird zentral über Brüssel gesteuert und hat quasi auch keine nationalen oder nationalen einzelnen Förderaktivitäten als solches. Also es ist immer europaweit offen und alle europäischen Mitgliedstaaten und auch assoziierte Partner Länder können sich hier immer beteiligen. Ja, vielen Dank für die Frage und auch für die Antwort. Ich sehe hier jetzt keine weiteren Fragen im Moment. Wie gesagt, sollten Sie noch im Nachgang Fragen haben, können Sie die gerne an uns richten, gerne auch direkt an Herrn Wacke. Der Kontakt ist zu sehen. Ich möchte mich nochmal herzlich bedanken für dieses Webinar bei Herrn Wacke, für dieses sehr informative und aufschlussreiche Webinar, wie ich finde. Wir haben doch gehört, wie Normung hier in Horizon 2020 eingebunden wird. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen und Sie können diese Informationen, die Sie heute hier erhalten haben, auch weiterverwenden. Wir würden uns, wie erwähnt, freuen, wenn Sie im Anschluss an der Umfrage teilnehmen, damit die Webinare noch verbessert werden können. Diese Umfrage öffnet sich, wie gesagt, automatisch, wenn Sie das Event hier beenden und sich dort ausloggen. Im Anschluss wird Ihnen auch, wie gesagt, noch ein Link mit der Aufzeichnung zur Verfügung gestellt, sodass Sie das ganze Webinar auch nochmal nachvollziehen können in Ruhe. Das nächste Webinar mit dem Thema Next Generation, die nächste Generation Normung, findet morgen früh um 10 Uhr statt und wird von Herrn Fiebrands und von Herrn Klemm gestaltet. Da möchten wir Sie herzlich einladen, daran teilzunehmen. An dieser Stelle möchten wir uns verabschieden. Wir wünschen Ihnen noch einen guten Tag. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören.